Vielen Dank, dass Sie Mila wohlbehalten bei meiner Schwester in San Cortes abgeliefert haben. Gern geschehen. Sie haben vorbildlich reagiert. Die erste Hilfe hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Ein Herzinfarkt. Eigentlich nicht lebensbedrohlich, aber wegen seiner Vorerkrankung kritisch. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass ich mich beim Modellstehen ausgezogen habe. Ich leider auch nicht. Und warum bin ich dann hierauf nackt? Künstlerische Freiheit? Ich lass mir doch von dir nicht sagen, wann ich meinen Freund sehen darf und wann nicht. Ich lass mir von dir überhaupt nichts mehr sagen. Du hast heimlich mein Handy genommen und die Polizei angerufen. Und das werde ich dir auch beweisen. Was redest du da? Das ist völliger Unsinn. Ich bringe doch nicht mein eigenes Kind in Gefahr. Ich habe über den Anruf nachgedacht und... Bitte. Halt mich einfach nur fest, okay? Entwarnung kann ich trotzdem leider noch nicht geben. Akute Lebensgefahr besteht im Moment nicht, aber leider ist die Dialyse problematisch. Was bedeutet das genau? Ich bin Martin Mitgesen, sein Sohn. Ihr Vater braucht so schnell wie möglich eine Spenderniere. Sonst stirbt er. Ist daran problematisch, dass eine Dialyse ist doch reine Routine. Bei der Dialyse wird invasiv ein Fremdkörper eingeführt. Und wenn der Patient bereits nach einem Herzinfarkt so geschwächt ist wie ihr Vater, erhöht die Dialyse das Risiko für weitere Komplikationen. Hätte es sich schonen müssen. Auch das. Ihr Mann ist zu früh aufgestanden. Er hat aus eigener Verantwortung das Krankenhaus verlassen. Wenn wir Ihren Mann nun an die Geräte hängen, besteht die Möglichkeit, dass irgendwann sein Herz versagt. Deshalb braucht er so schnell wie möglich eine Spenderniere. Tut mir leid, aber das ist die bittere Wahrheit. Der Patient ist übrigens bei Bewusstsein. Sie dürfen zu ihm. Okay. Er wird ohnehin gleich wieder hierher verlegt. Ach so, na gut, dann warten wir. Danke. Charlotte, wo gehst du hin? Wartest du nicht auf Friedrich? Ich kann nicht. Egal, was Friedrich getan hat. Wenn ich nicht auf ihn geschossen und ausgerechnet seine gesunde Niere getroffen hätte. Falls er stirbt, bin ich schuld und wirklich eine Mörderin. Danke, dass du gekommen bist. Ohne dich wüsste ich nicht, wie ich das durchstehen sollte. Das musst du doch auch gar nicht. Ich bin da. Immer. Aber weißt du, es gibt eine Sache, die... Vergiss es. Entschuldigung, ich wollte euch nicht stören. Leonard, ich habe schlechte Nachrichten. Wieso, was ist mit Mia? Hat Daniel sich gemeldet? Es geht um deinen Vater. Ich habe gerade mit Herrn Sandbichler telefoniert. Patricia, was ist mit meinem Vater? Er ist zusammengebrochen und wurde direkt wieder in die Klinik eingeliefert.
nein, alles. Du musst nichts sagen, wenn er nicht danach ist. Martin. Ich habe gerade mit Dr. Samolowski gesprochen. Dann weißt du Bescheid. Aber bitte, keine katholische Beerdigung. Hör auf, das finde ich nicht lustig. Es wird dir natürlich keine Beerdigung geben. Wir werden eine Niere finden. Ich werde gleich noch mal mit dem Doktor sprechen und er wird mir sagen, welche Tests ich machen muss, um herauszufinden, ob ich als Spender in Frage komme. Danke. Leonard und Niklas werden das bestimmt auch machen. Euer Bruder ist in Barcelona. Ist doch vollkommen wurscht, wo er ist. Er wird diesen Test machen. Das garantiere ich dir. Martin, du bist jung, du brauchst deine Niere vielleicht noch. Hast du dir das gut überlegt? Da gibt es nichts zu überlegen. Du bist mein Vater. Es geht um dein Leben. Mein Leben. Aber Charlotte? Das war ja alles zu viel. Erst dein Zusammenbruch und dann das Gespräch mit dem Arzt, das war ja zu viel. Sie gibt sich die ganze Schuld. Wegen des verdammten Schusses. Aber wenn ihr einer schuld ist, dann bin ich das. Mit diesen ganzen Lügen und... Ich habe wirklich viel erreicht in meinem Leben. Aber das Einzige, was wichtig war, das habe ich vermasselt. Meine Liebe zu Charlotte. Jetzt wissen, Friedrich. Mach dich nicht lächerlich. Friedrich hat nicht nur mit Patricia Dietrich geschlafen. Er hat sie auch geschwängert. Friedrich ist der Vater von Mila. Deshalb macht er auch immer so ein Tamtam um die Kleine. Und deshalb war er auch so erschüttert, als Mara gestorben ist, seine andere Tochter. Charlotte Saalfeld, wollen Sie mit Ihrem hier anwesenden Verlobten Friedrich Stahl die Ehe eingehen? Dann antworten auch Sie mit einem Ja. Ja. Kraft meines Amtes erkläre ich Sie hiermit zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten. Funktioniert das genau mit diesem Test, den Sie vorhin angesprochen haben? Ist im Grunde relativ unkompliziert. Wir mischen Ihr Blutserum mit dem Ihres Vaters und schauen, ob sich Antikörper im Blut Ihres Vaters bilden. Ich verstehe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich ein Spender. Sofern Sie ansonsten gesund sind, ja. Und Sie müssen vor einer Ethikkommission aussagen. Also um auszuschließen, dass Sie unter Druck gesetzt oder bezahlt wurden. Ich verstehe. Hallo, was ist mit Vater? Ihr Vater hatte einen Herzinfarkt, was seinen Körper zusätzlich zu der Niereninsuffizienz belastet. Ich wollte dich anrufen, aber ich dachte, du hättest zu viel Stress wegen mir. Okay, ist er in Lebensgefahr? Im Moment ist Ihr Vater stabil. Aber er braucht dringend eine Transplantation. Ich wollte mich gleich testen gehen lassen, um festzustellen, ob ich als Spender in Frage komme. Es ist durchaus sinnvoll, dass Ihr Bruder mitkommt. Na klar, komme ich mit.
Also bei leiblichen Kindern ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Werte kompatibel sind, zwar hoch, aber nicht hundertprozentig. Sie entschuldigen mich. Danke. Der Niklas muss den Test auch machen. Okay, ich rufe sofort an. Das ist doch mehr, als ein Mensch aushalten kann. Hoffentlich dreht Leonard jetzt nicht völlig durch. Das Einzige, womit ich ihm helfen kann, ist bei ihm sein. Wenigstens lässt er das jetzt wieder zu. Dagegen, wenn ich mich zu dir setze? Mm-mm. Wieso? Ich will dich nicht beim Zeichnen stören. Wow. Du bist ja noch viel besser geworden in letzter Zeit. Quatsch, das sind doch nur Fingerübungen. Das ist super. Mindestens so gut wie der Rubens, den du kopiert hast. Du willst jetzt nicht ernsthaft sagen, dass ich besser zeichne als Rubens. Okay, ich habe vielleicht nicht so viel Ahnung von Kunst wie Nils. Aber das ist toll. Danke. Was hältst du davon, wenn ich deine Agentin werde? Mit deinen Bildern kannst du einen Haufen Kohle machen. Ja, das ist lieb von dir, aber ich finde nicht, dass das so eine gute Idee ist. Ich bin ja auch abgelehnt worden an der Kunstakademie. Wie so viele große Künstler. Ja, aber ich bin auch nicht so weit, dass ich so jemanden bräuchte. Ja, aber vielleicht schon bald. Und dann solltest du wissen, wo du deine Bilder anbieten kannst und wie viel Geld du dafür nehmen musst. Das kann schon sein, aber dann wärst du trotzdem nicht die richtige Person dafür. Aber wieso? Ich habe doch schon so viele erfolgreiche Leute vertreten. Julius König, Natascha Schweizer, Goran. Ja, das kann schon sein und darum geht's mir auch nicht. Ich finde einfach, dass der Künstler und der Agent auf einer Wellenlänge sein sollten. Aber das sind wir doch. Nein, wir haben völlig unterschiedliche Ansichten darüber, was korrekt ist und was nicht. Ja, okay, ich hätte dich damals nicht überreden sollen, den Rubens zu fälschen. Aber es war für eine gute Sache. Du brauchtest Geld für deinen Vater. Ja, das hatte ich ehrlich gesagt schon vergessen. Ich finde einfach, dass das nicht okay war. Du hast damals die Tagebücher von Chris Brenner an die Presse verkauft, obwohl du wusstest, dass ich das nicht will. Aber dafür habe ich mich doch entschuldigt. Und du hast die Entschuldigung angenommen. Ja, was jetzt nicht automatisch heißt, dass ich mit dir arbeiten möchte. Sorry. Ist das die richtige Lektüre für eine Ordensschwester? Woher wollen Sie wissen, dass der liebe Gott sich nicht auch für Mode interessiert? Da haben Sie allerdings recht. Und selbst wenn ihm egal ist, was man trägt. Ich dachte immer, der liebe Gott schaut mir auf die Seele und nicht auf die äußere Schale. Ja, aber man sollte immer den Blick offen für die Welt halten. Da wir gerade von Offenheit reden, wie lange dürfen wir Sie bei uns als Gast noch beherbergen? Warum? Ich hatte eigentlich nicht vor, so schnell abzureisen. Seit unserer Auszeichnung zum besten Alpenhotel sind die Buchungszahlen bei uns enorm gestiegen. Wir müssen dauernd Anfragen ablehnen. Ach, und ich belege eines Ihrer Zimmer. Ich will Sie keinerweise rauswerfen, nein, nein. Schließlich hat Charlotte Sie eingeladen. Ich bin auch mit einer bescheideneren Bleibe zufrieden. Es geht mir hier nicht um ein, zwei Zimmer. Aber Ihre Mission ist doch schließlich beendet. Es war nicht so erfolgreich, wie Sie das gewünscht haben, aber... Wie meinen Sie das? Das Mädchenheim ist doch vom Tisch, zumindest hier in Bichelheim. Die Diskussionsrunde zu dem Thema ist erst morgen. Ach, Sie glauben, das wird die Meinung der Bürger hier noch ändern? Unterschätzen Sie Pfarrer Windgassen nicht. Nein, nein, das tue ich nicht. Ich habe seine rhetorischen Fähigkeiten oft genug erlebt. Aber auch er kann kein Wunder vollbringen. Er vielleicht nicht. Aber Sie meinen, ihr und sein oberster Dienstherr? Wenn Sie sich da mal nicht irren. Ich habe oft genug erlebt, dass er gerade nicht da ist, wenn man ihn am dringendsten braucht. Warten wir es ab. Genießen Sie Ihre letzte Nacht im Fürstenhof, Schwester Helene. Dankeschön. Hallo, Tantchen. Oh, hallo, Neffchen. Na, hast du wieder ein paar geniale Ideen gehabt? Du,
Solange mir dein Mann nicht seine Garage überlässt, habe ich eh keine Chance, sie umzusetzen. Ich hab doch mal ein bisschen Geduld, das wird schon. Außerdem geht mir gerade was ganz anderes im Kopf rum. Natascha Schwarzer? Na, ich hab doch Augen im Kopf. Hm? Sie ist eine große Sängerin. Das war sie. Aber sie hat sich leider ihre Stimme kaputt gemacht. Ihr Charme hat aber nicht gelitten. Hat die eigentlich einen Kerl? Wieso? Komm schon, Tantchen, so alt bist du auch wieder nicht. Ja, das war jetzt nicht sehr schmeichelhaft. Du weißt, wie ich das meine. Sag mal, Jonas, bist du nicht ein bisschen jung für sie? Das war jetzt aber auch nicht sehr schmeichelhaft, ihr gegenüber. Es gab mal einen jungen Mann, der hatte sich in sie verliebt und zwar auch ein Künstler, Schauspieler. Weißt du, wie sie den immer genannt hat? Welpe. Dann ist es falsch angegangen, im Gegensatz zu mir. Ich habe sie gestern gezeichnet und wir haben ein bisschen geflirtet. Und ich bin ihr weder egal noch ein Welpe. Hat sie jetzt einen Kerl oder nicht? Nein. Yes! Sein Zustand ist unverändert. Aber stabil. Ja. Leonard und ich haben uns testen lassen, ob wir als Nierenspender in Frage kommen. Das Ergebnis bekommen wir dann morgen. Du zeigst echte Größe. Leonard natürlich auch. Ach, es geht um das Leben unseres Vaters. Mit dem du es in der Vergangenheit nicht gerade leicht hattest. Trotzdem bleibt er mein Vater. Er vermisst dich. Er hat dir längst verziehen. Er braucht dich, Charlotte. Schau, was passiert ist, das kann man nicht rückgängig machen. Aber du kannst beeinflussen, wie es weitergeht. Indem ich zu ihm gehe. Er liebt dich. Ich weiß, das ist manchmal schwer, ihn zu glauben, aber heute hat er es mir noch einmal gesagt. Du bist das Wichtigste in seinem Leben. Wenn dir also was an ihm liegt, dann besuch ihn. Er braucht dich. Oh, danke. Vielleicht hilft's ja wenigstens ein bisschen. Da. Wow. Hör mal. Ich wünsche deinem Vater wirklich, dass du als Spender in Frage kommst. Aber ich wäre ganz ehrlich nicht besonders unglücklich, wenn Martin auch in Frage kommt. Oder irgendein anderer Spender. Das ist ziemlich hoffnungslos. Die Warteliste ist kilometerlang. Ich mach mir Sorgen, weißt du? Hey, so eine Nierentransplantation, das ist vollkommen eine Routine. Hast du Niklas in Barcelona erreicht? Ja, aber er weigert sich. Das wundert mich nicht wirklich. Das Verhältnis zwischen ihm und meinem Vater ist zerrüttet. Ich würde dir so gern helfen. Du bist doch da. Ja. Aber außer Hoffen und Beten fällt mir nichts besonders Kluges ein. Nein. Mm-mm. Okay, ich hab da eine Idee. Nimm mich in den Arm. Die ganze Welt könnte um mich zusammenstürzen, solange du da bist. Was möchten Sie trinken? Heiße Milch mit Honig? Whisky. Schottisch. Single Malt, 12 Jahre alt. Besser mehr. Wir haben einen 24-Jährigen, also älter als Sie. Falsch gedacht. Den nehme ich.
Ein Mann, der weiß, was er will. Eis? Ja, so ein Whisky verbessert man noch nicht. Und bitte im Tumbler. Also kein x-beliebiges Glas. Aber das ist für Sie wahrscheinlich selbstverständlich. Wir sind ja hier nicht in irgendeiner Kaschemme. Das haben Sie scharf beobachtet. Haben Sie Lust, sich später noch ein paar von meinen Skulpturen anzuschauen? Nein, danke. Die eine, die ich gesehen habe, die reicht mir. Oder ist Skulptur Ihr Synonym für Briefmarkensammlung? Hm. Ich dachte, Frauen mögen Männer, die wissen, was sie wollen. Oder nicht? Warum sollte ich meine Zeit mit einem Kunstanfänger verplempern? Weil ich kein Anfänger bin, sondern ein Newcomer. Oh, ein Newcomer. Und meine Zeichnungen fanden Sie ja toll. Ja? Nur haben Sie nicht die Realität abgebildet. Wenn Sie Realismus sehen wollen, dann schauen Sie Fotos an. Ich zeichne, was ich vor meinem inneren Auge sehe. Na das nehme ich jetzt mal als Kompliment von einem Jungspund wie Ihnen. Auch wenn ich jung bin. Ich hab Preise gewonnen. Und meine Professoren von der Kunsthochschule, die waren total begeistert. Was Sie nicht sagen. Ja, ich gelte als der Senkrechtstarter der Szene. Nee, ich will nie aufstehen. Oh Gott. Ich auch nicht. Ich stehe an deiner Seite, weißt du? Immer. Aber ich würde ganz gern über eine Sache mit dir sprechen. Es tut mir leid, das könnte Kommissar Meisel sein. Natürlich, natürlich. Hallo Patricia, was ist los? Ich wollte mich nur nach deinem Vater erkundigen. Er ist außer Lebensgefahr. Gott sei Dank. Du hättest dich ruhig mal melden können. Ich bin hier ganz alleine, ich mache mir Sorgen. Du hast vollkommen recht, tut mir leid. Schon okay. Du hast es ja auch alles andere als leicht gerade. Okay, was ist los? Sorry, aber ich sitze hier und starre auf Milas leere Wiege. Hey, beruhig dich. Ich komme gleich nach Hause. Danke, bis gleich. Bis gleich. Du musst zu Patricia. Es geht ihr halt auch ziemlich mies. Und sie hat niemanden, der sich um sie kümmert. Ich komme zurück, sobald ich kann. Ganz schnell. Oh Gott, so schnell ich kann. Ganz schnell. Du wolltest mir doch noch was sagen. Ja. Leonard, ich habe nicht bei der Polizei angerufen und ich bin mir sicher, dass es Patricia gewesen ist. Bitte. Ich verstehe doch, dass du angerufen hast. Und ich bin dir auch kein bisschen böse, aber bitte hör auf, Patricia zu verletzen. Ich habe dann nicht angerufen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Wahrscheinlich hat Daniel den Anruf nur als Ausrede benutzt und hatte nie vor, Mila zurückzugeben. Hey, ich bin nicht böse. Was soll ich denn noch machen? Ersten Vernissage zum Beispiel. Da habe ich über die Hälfte meiner Arbeiten verkauft. Und die Kritiker, die haben sich fast überschlagen. Ach, das hätte ich gerne gesehen. Ja, da haben sie auch echt was verpasst. Aber leider ist die Ausstellung ja schon vorbei. Ja, das meine ich auch nicht. Die Kritiker, die Purzelbäume schlagen. Das ist ja nicht so gemeint, das sagt man so. Ach, ist das so? Wenn Sie eine Frau beeindrucken wollen, dann dürfen Sie nicht so viel über sich reden. Sondern? Über Sie, die Frau. Sie glauben, ich wollte Sie beeindrucken. Sie sind ja auch eine total beeindruckende Frau. Na, wird doch. Wir Frauen lieben Schmeicheleien. Wir können gar nicht genug davon bekommen, zu hören, wie umwerfend wir sind, wie toll wir aussehen, wie gut uns das Kleid steht oder die Frisur. Aber ich kann jetzt schlecht
von ihrem Outfit als Barkeeperin schwärmen. Oh mein Gott, bei Ihnen muss ich ja wirklich bei Null anfangen. Es geht doch nicht nur um Äußerlichkeiten. Ah. Der Herr, noch einen Chardonnay? Ja. Trinkst du wirklich nur einen? Ja. Aber sicher doch. Sie haben vermutlich keine Lust, nach Dienstschluss noch was mit mir zu unternehmen. Sie wollen mich aufreißen? Ich würde gerne Ihre inneren Werte kennenlernen. Was wird das jetzt hier? Ein Flirt? Ich will nur da anknüpfen, wo wir heute Nachmittag aufgehört haben. Womit wollen Sie denn knüpfen? Wir haben doch noch gar kein Band. Ich wollte dich nicht stören. Tust du nicht. Gott kennt meine Gedanken sowieso. Ich habe übrigens für deinen Vater mitgebetet. Das wolltest du sicher auch gerade. Na, es ist im Hotel ein offenes Geheimnis, was jetzt passiert ist. Ja. Aber es ist nicht nur wegen meinem Vater, sondern auch mein Bruder. Leonard, der ist am Boden zerstört. Und Charlotte, der geht's auch sehr schlecht. Und alle wenden sich an dich. Mhm. Nur du hast niemanden, bei dem du dich aussprechen kannst. Naja, ich hab... Und du hast mich? Uns beide verbindet viel mehr als der gemeinsame Glaube. Du meinst unsere Vergangenheit? Die auch. Und die Sorge um die Eltern. Und meine Mutter. Woran ist sie eigentlich gestorben? An Krebs. Ja. Nachdem wir jahrelang gehofft hatten, dass sie wieder gesund wird und einen Rückschlag nach dem anderen einstecken mussten. Deswegen kann ich auch so gut verstehen, wie es dir gerade geht. Ja. Schlechtert hat, erst recht nicht. Wenn es nicht ausgerechnet deine gesunde Niere gewesen wäre. Ich hätte gar nicht aufstehen dürfen. Hör auf, dich zu quälen. Was musst du gerade sagen? Also wenn man hier liegt und ich weiß, wie es mit einem weitergeht und es überhaupt weitergeht, macht man sich seine Gedanken. Es gibt nur eins, was wirklich wichtig ist. Wofür es sich für mich zu kämpfen lohnt. Friedrich. Das bist du. Alles andere ist nebensächlich. Wenn du bei mir bist,
die Hoffnung haben darf, dass du mich irgendwann wieder lieben kannst, werde ich den Tod schon irgendwie austricksen. Ich bin fast durchgedreht. Das ist schrecklich. Ja. Zu der Zeit habe ich auch noch Medizin studiert und ich habe jede Studie gelesen, die ich in die Finger bekommen habe. Ich wollte irgendwas finden, um Mama zu helfen. Irgendwas. Das kann ich nachvollziehen. Das hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Ich habe sogar nach ihrem Tod noch weitergesucht. Weil ich gedacht habe, ich hätte irgendwas übersehen. Ich hätte doch was finden müssen. Ist das eigentlich der Grund, warum du dein Studium abgebrochen hast? Ja. Mamas Tod hat mich total aus der Bahn geworfen. Und erst im Orden habe ich dann wieder zu mir gefunden. Hey, ich bin sicher, dein Vater schafft das. Martin, wenn ich dir irgendwie helfen kann. Puh, ja. Könntest du tatsächlich. Morgen haben wir doch diese öffentliche Diskussion. Mhm. Aber morgen stehen auch die Ergebnisse der Tests an im Krankenhaus. Und da muss ich hin. Und du meinst, ich soll für dich die Rede halten? Ja. Oh, bitte nicht. Doch. Nein. Ich weiß, dir fällt es schwer, vor Leuten zu reden, aber du bist witzig, du hast Schlagfertigkeit, du hast alles, was du brauchst. Ja, aber auch nur, wenn keine Leute da sind. Ich hab Lampenfieber. Ja, bitte. Na, wie geht's dir? Frag mich. Wir warten jetzt schon so lange auf eine gute Nachricht. Vielleicht lebt Mila gar nicht mehr. Ich kann Leonard ja verstehen. Es sieht alles danach aus, als hätte ich die Polizei gerufen. Und natürlich hat er mit seinem Vater gerade völlig andere Sorgen, aber ich war es nicht. Würde mir Leonard das so hoch und heilig schwören, wie ich ihm? Ich würde ihm glauben. Trotz allem, was vorgefallen ist. Du bist großartig. Tröstest mich. Dabei brauchst du doch gerade selber viel mehr Unterstützung. Ja. Es passiert gerade wirklich viel, das ist wahr. Und dann auch noch. Was denn? Nichts. Gab's wieder Streit mit Pauline? Wegen des Anrufs. Wie kommst du darauf? Der sein können. Schon unterwegs? Oder holst du Brötchen fürs Frühstück nach einer heißen Nacht? Ich war auf dem Markt. Dann gab es also keine heiße Nacht für dich? Das habe ich nicht gesagt. Komm, erzähl schon. Sei doch nicht so neugierig. Das ist reine Anteilnahme. Nach dem Aufwand, den du gestern veranstaltet hast? Ich habe nur überlegt, was ich anziehen soll vor einem Date. Das ist ja normal, oder? Und du bist extra dem Krautinger Tierhilfeverband beigetreten. Hat sie es denn wenigstens gewürdigt? Frau Maas war tief beeindruckt. Aber? Nichts aber. War wohl nicht so super bei Tofu und Gemüsebratling? War der totale Reinfall. Sie ist wirklich eine tolle Ärztin, aber die hat die ganze Zeit nur über kranke Hamster und Sprecherziehung bei Wellensittichen erzählt.
Das klingt ja wahnsinnig interessant. Ja, und immer wenn ich über was anderes reden wollte, war sie nach ein paar Minuten wieder bei ihrem Thema. Kopf hoch, Papa. Nicht jeder Schuss ist ein Treffer. Ja, das ist nett, dass du mich aufmuntern willst, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich nie die passende Frau kennenlernen. Das ist doch Unsinn. Ich habe ewig gebraucht, um über den Tod von Nikolai hinwegzukommen. Und jetzt werde ich allmählich alt. Hör auf zu jammern, Papa. Du arbeitest einfach viel zu viel. Du bist Chefkoch in einem 5-Sterne-Hotel. Brauereibesitzer. Dann musst du noch regelmäßig im Bräustüberl aushelfen. So lernst du nie die richtige Frau kennen. Genau. Die Mädels, die müssen zu dir kommen. Und wie, mein ach so kluges Töchterchen? Du bietest im Bräustüberl Veranstaltungen an, für die sich Frauen interessieren. Damen mit Stil und Klasse, die zu dir passen. Ach, und du weißt bestimmt auch schon, welche Art von Veranstaltung das sein müssen, hm? Hast du was anderes erwartet? Nein. Na, hat's den schönen Abend gestern? Also ich meine, die Bar vom Fürstenhof ist ja nicht der Ort, wo du normalerweise aufschlägst. Da war ich in Berlin schon in ganz anderen Läden. Voll edel und so. Aber deswegen bist du ja schließlich nicht hingegangen. Also bei aller Schwärmerei, Jonas. Es ist mehr als das. Ich kenne Frau Schwarze schon seit einigen Jahren. Und ich habe auch schon ein paar Männer an ihrer Seite erlebt. Die waren alle wesentlich älter als du. Stimmt nicht. Ich habe gehört, sie hatte mal was mit dem Juniorchef. Woher weißt du denn das jetzt schon wieder? Also haben jüngere Männer doch eine Chance bei ihr. Vielleicht sogar gerade jüngere. Ja, aber doch nicht so wesentlich jüngere. Mhm. Ja, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören. Ah, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es gibt noch Kaffee, wie wunderbar. Sonst hätte ich auch einen aufgesetzt, Frau Sonnbichler. So. Ich habe gestern noch ein bisschen im Internet recherchiert, über Sie. Oh, ich fühle mich geehrt. Sie haben sogar mal den Musical Award für die beste Hauptdarstellerin gewonnen. Echt Hammer. Ja, Sie machen sich, junger Mann. So, danke für den Kaffee. Das ist was zwischen uns. Das musst du nicht verstehen. Aber du wolltest gerade noch was sagen? Sinnlos. Schwester Lene, kommen Sie noch rein. Gut, dass Sie da sind. Sie wissen nicht zufällig, wo Pfarrer Winkassen steckt? Doch, er ist im Krankenhaus bei seinem kranken Vater. Ah ja, dem Herrn Stahl geht's nicht so gut. Die Sache ist wieder schlimmer geworden, nicht? Ja. Haben Sie eine Ahnung, wie lange er dann noch bleibt? Ich meine, wir können die Leute hier nicht ewig warten lassen. Pfarrer Winkassen kommt leider gar nicht. Ja, dann müssen wir die Diskussion absagen. Schade. Es wäre vielleicht recht interessant geworden. Ihm ist die Gesundheit seines Vaters wichtiger. Ja, natürlich, aber er hätte wahrscheinlich sowieso keine reelle Chance gehabt, die Leute hier umzustimmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir furchtbar leid, aber die Diskussion mit Pfarrer Winkassen muss ausfallen. Muss sie nicht? Nein, sie muss sie nicht. Sie muss nicht ausfallen. Ich springe für ihn ein. Sie? Mhm. Ja, dann schießen wir los, Schwester Helene. Guten Tag. Also es stimmt, Pfarrer Winkassen ist leider verhindert. Ja, wahrscheinlich hat er die Aussichtslosigkeit der Lage erkannt, ist vielleicht besser zu Hause geblieben, gell? Herr Saalfeld, Sie wissen genau, dass er bei seinem kranken Vater ist. Entschuldigung. Naja, dann wird eben Schwester Helene versuchen, uns davon zu überzeugen, warum wir sozialen Problemfällen unbedingt hier im Bichelheim ein neues Heim geben müssen. Bitte. Ja, Sie wissen ja von unserem Projekt und ich kann durchaus verstehen, dass Sie sich Sorgen machen. Aber es handelt sich hier um junge Menschen, die in ihrem Leben schon sehr, sehr viel Schlimmes durchgemacht haben. Naja, also schön und gut, aber warum gerade in Bichelheim und nicht irgendwo anders?
Jesus sagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Tina! Hey! Halt dich fest. Ich habe super Neuigkeiten. Mein Vater ist mit einer Ausstellung im Breustüberl einverstanden. Du kannst da deine Werke der Öffentlichkeit präsentieren. Mit Vernissage und allem drum und dran. Toll. Und da finden sich bestimmt dann auch potenzielle Käufer. Du hast eine Ausstellung organisiert, obwohl ich dir gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Ich brauche keine Agentin. Bin ich doch auch nicht. Ich bin deine Freundin und wollte dir nur einen Gefallen tun. Danke. Hey, ich verlange noch nicht mal Prozente, wenn die Leute dir deine Bilder aus den Händen reißen. Und das werden sie, Tina. Ich weiß nicht. Ach komm, freu dich doch einfach. Das ist der Beginn deiner internationalen Karriere. Im Breustüberl in Bichelheim. Ja, und wenn du dann mal ein großer Star bist, dann erinnerst du dich vielleicht an diejenige, die dir diesen großen Start ermöglicht hat. An dich. Und dann merkst du, dass du vielleicht doch eine Agentin brauchst und dass dafür niemand geeigneter ist als ich. Du bist einfach unverbesserlich. Der Anruf kam von ihrem Handy. Kommissar Meiser hat das bestätigt. Das meine ich. Du reitest immer wieder drauf rum. Okay, ich denke auch, sie war's, aber vielleicht hat ja Frau Jentsch recht. Und zwar Patricia Dietrich. Du liebst doch Pauline und brauchst sie gerade jetzt. Obwohl du denkst, sie hat die Polizei verständigt. Was ist denn nun wichtiger? Deine Liebe zu ihr oder was stimmt oder nicht stimmt? Wenn das so einfach wäre. Leonard, setz deine Liebe zu Pauline nicht aufs Spiel. Dass ausgerechnet du dich jetzt so für Pauline stark machst. Mir ist letzte Nacht erst wieder klar geworden, was wirklich zählt. Charlotte war da. Wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass sie mir verzeiht und irgendwann wieder alles so wird, wie es war, dann würde ich verzweifeln. Sie alle bezeichnen sich zu Recht als Christen und die meisten von ihnen gehen in die Kirche. Aber Glaube ist ja nicht nur etwas für den Sonntag. Glaube will gelebt werden. Jeden Tag. Glaube, das ist Barmherzigkeit. Das ist Vergebung. Es heißt, denjenigen zu vergeben, die einen Fehler gemacht haben. So wie wir alle doch uns auch wünschen, dass uns unsere Fehler vergeben werden. Und deswegen bitte ich Sie, geben Sie diesen Mädchen eine zweite Chance. Geben Sie ihnen einen Ort, an dem sie wieder neue Hoffnung schöpfen können. Bichelheim, bitte, bitte helfen Sie uns. Dankeschön. Bravo. Herzlichen Glückwunsch, Schwester Dina. Also besser hätte es Pfarrer Winkersen auch nicht machen können. Dankeschön. Tja, hat er sich da oben wohl doch noch eingemischt? Tja, auf unseren obersten Dienstherren ist eben Verlass. Ja. Und bevor Sie jetzt gleich dran sind, Zeit für ein Stoßgebet hätten Sie noch. Ja, danke. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jede Gemeinde lebt von Menschen mit Herz und Verstand, von Menschen, die sich für andere einsetzen. Deswegen sind wir nicht nur stolz auf unsere Feuerwehr, nein, wir sind auch ganz besonders stolz auf unser neues Heim für Mädchen. Hey. Hey. Zu dir wollte ich gerade. Solltest du nicht im Krankenhaus sein? Da komme ich gerade her. Aber die Testergebnisse, die brauchen noch ein bisschen. Und bevor ich da jetzt lange warte, habe ich gedacht, ich versuche dich vor der Arbeit zu erwischen. Wegen dieser Sache mit der Polizei, wer da jetzt angerufen hat, das belastet mich sehr, dass es zwischen uns steht. Mich auch. Aber ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und das ist doch das Einzige, was wichtig ist. Gerade jetzt, wir müssen zusammenhalten. Und wer bei der Polizei angerufen hat oder nicht, das ist mir vollkommen egal. Mir ist es nicht egal. Leonard, es ist wichtig, dass du mir glaubst. Du willst mir immer noch helfen? Das ist
Das für eine blöde Frage. Ja, auch wenn das bedeutet, dass du vielleicht selbst irgendwann an die Dialyse musst, weil deine verbleibende Niere nicht mehr richtig arbeitet. Für mich gäbe es ja wenigstens noch die Option. Nicht für dich. Weißt du, ich glaube nicht an Gott. Aber wenn ich es täte, würde ich sagen, er hat dich geschickt. Einen Sohn, den ich so schlecht behandelt habe, der trotzdem so bedingungslos für mich da ist. Jetzt warte erst mal ab, wie die Tests ausgehen. In dem Fall zählt der gute Wille für die Tat. So heißt es doch bei euch Katholiken, oder? Gut gemerkt. Herr Doktor, haben Sie die Ergebnisse? Wo ist der andere Sohn? Der wird sicher gleich hier sein. Okay. Er kommt als Spender sowieso nicht in Frage. Ja, besser so. Nach allem, was im Moment auf ihn einprasselt. Und ich? Ihre Niere ist perfekt kompatibel. Steht Ihr Entschluss denn noch? Natürlich. Sie haben wirklich Glück mit Ihrem Sohn. Glaubst du wirklich, dass Patricia ihre eigene Tochter in Gefahr bringt, nur damit wir beide uns streiten? Ja, das glaube ich. Pauline, du spinnst. Von mir aus. Aber weißt du, du hast recht. Es ist wirklich nicht wichtig, wer bei der Polizei angerufen hat. Wichtig ist, ob du mir glaubst oder nicht, und das tust du nicht. Weißt du, ich könnte jetzt lügen und sagen, es ist mir egal, ist es aber nicht. Können wir diese Geschichte nicht irgendwie aus der Welt schaffen? Das weiß ich nicht. Es geht um Vertrauen. Und das ist die Basis einer jeden Beziehung. Ein Wunderpunkt bei uns von Anfang an. Und dass du Patricia tatsächlich über uns beide schätzt, das fasse ich nicht. Pauline, ich liebe dich. Eine Liebe ohne Vertrauen brauche ich nicht. Das hatten wir beide schon mal. Es tut mir leid. Aber so haben wir beide keine Zukunft. Coco, mir reicht das alles. Ich gehe jetzt zu Kommissar Meiser und erzähle ihm von unserem Verdacht. Richtig so. Ich bin auf jeden Fall dabei. Herr Sonnenmichler! In der Küche! Aus der Dusche kommt kein Wasser. Ja, guten Morgen, Frau Schweizer. Das haben wir abdrehen müssen. Ja, vielleicht will Daniel sich rächen. Aber deswegen ist Mila nicht verschwunden. Sondern? Wer weiß, vielleicht taucht sie ja bald wieder auf. Natürlich taucht sie wieder auf. Ja, aber erst, wenn es dir in den Kram passt. Andrea, was machst du da? Du warst doch schon weg. Sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Die Frage ist doch, was dir einfällt.